Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Politiker im Talk. Heute dürfen wir im Studio begrüßen den Nathaniel Heinritz von der SPÖ. Hallo. Hallo, guten Morgen. Nathaniel Heinritz, Sie haben ja schon Erfahrung gesammelt in Brüssel. Was hat Sie denn nach Belgien geführt? Ja, das Interesse. Ich wollte einfach mal sehen, wie die europäischen Institutionen, das Europäische Parlament, wie das wirklich abläuft. Man erfährt ja viel in den Medien darüber. Und ich wollte einfach mal vor Ort den ersten Eindruck bekommen und das ist mir dann auch gelungen bei diesem Praktikumsaufenthalt, den ich dazumals machen durfte. Bei wem haben Sie denn das Praktikum gemacht? Ja, das habe ich dazumals bei Ottmar Karas gemacht. Ja. Ottmar Karas von der ÖVP, muss man dazu sagen. Genau, von der ÖVP dazumals. Waren Sie damals schon politisch aktiv oder noch nicht? Ich war immer schon politisch interessiert, aber nicht so sehr parteipolitisch. Und Ottmar Karas als Pro-Europäer hatte ich jetzt keine Berührungsängste, dort einmal erste praktische Erfahrungen zu sammeln. Und nachdem auch kein Parteibuch verlangt wurde, war das auch weiter kein Problem und das war ein interessanter Aufenthalt und hat mich auch viel gelehrt und hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass ich dann letzten Endes vor einem Dreivierteljahr, als ich in die SPÖ eingetreten bin, dass ich mich auch für diesen Weg entschieden habe, weil ich auch erkannt habe, dass in Europa vieles nicht richtig läuft und dass Europa sich weiterentwickeln muss. Jetzt die Sozialdemokratie, die hat in Europa einen schweren Stand. Nicht nur in Europa, das kennt man in Vorarlberg eigentlich bestens, wenn man bei der SPÖ ist. Was ist denn Ihre Erklärung dafür, dass die Sozialdemokratie so kämpft, vor allem mit Verlusten? Ich glaube, dass einerseits die Sozialdemokratie in vielen europäischen Ländern sehr lange Regierungsverantwortung hatte und man Kompromisse eingehen musste, wo viele Wählerinnen, die uns eigentlich zugetan sind, abgeschreckt hat, weil man sozusagen nicht die reine Lehre vertreten konnte. Meines Erachtens gibt es aber die reine Lehre auch nicht, sondern man muss auch in Kompromissen leben, gerade in einer Demokratie. Aber es gibt bestimmte Eckpunkte, die man auch einzuhalten hat und auf die man beharren musste. Und da sind wir wahrscheinlich in der Vergangenheit etwas zu weich gewesen. Und auf der anderen Seite haben wir auch zu lange den Menschen irgendwie nicht zugehört. Man sagt ja heißen, ja, ihr bildet das euch nur ein, es sind Ängste, aber die Fakten sprechen anderes. Und ich glaube, man muss den Menschen auch mehr zuhören, ihnen die Ängste nehmen, ja, nicht die Ängste schüren wie andere, aber die Ängste nehmen, das heißt zuhören, ernst nehmen. Und die Leute einfach auch in ihren Sorgen und dergleichen auch annehmen, ja, und versuchen dann auch die konkreten Lösungen zu geben. Und das haben wir in Vorarlberg ja auch getan mit der Kampagne Wir wollen es wissen. Da sind wir auf die Bürgerinnen und Bürger zugegangen. Wir haben mit ihnen gesprochen im Dialog. Und wir glauben jetzt auch für Vorarlberg die Antworten zu haben. Und ich glaube, dass wir als Sozialdemokratie europaweit auch für die europäische Ebene die Antworten haben. Und das ist auch das, was mich motiviert, weil im Endeffekt geht es um Vorarlberg. Vorarlberg hängt mit Europa zusammen. Und wenn wir unser Ländle weiterhin lebenswert gestalten wollen, dann brauchen wir auch entsprechenden Drive in Brüssel. Was machen denn die Rechtspopulisten in dem Fall besser? Weil die sprechen ja offensichtlich ihr früheriges Stammpublikum oder Stammwähler, sagen wir so, konkret die Arbeiter viel besser an als sie. Ja, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Man hat, glaube ich, von unserer Seite lange zu wenig auf die Menschen auch gehört und hat ihnen immer gesagt, es bilden sich bis zu einem gewissen Grad ein. Es sind ja auch reale Ängste, die da vorhanden sind. Und das trifft gerade auch die Arbeiter, die sind von diesem prekären Verhältnis am stärksten betroffen. Und da muss man Antworten liefern und kann nicht sagen, die Fakten sind andere. Oder ihr bildet das euch nur ein, da muss man mehr drauf zugehen. Und was auch ganz zentral ist, die Parteipolitik, die ist nicht mehr von Relevanz, die klassische Parteipolitik. Ich werde heutzutage keine Wähler davon überzeugen, indem ich sage, die Sozialdemokratie ist historisch die Arbeiterpartei, sondern die Leute wählen grundsätzlich Personen, Teams, wo sie sagen, okay, die können konkrete Antworten auf meine Lösungen auch bieten und denen traue ich das zu, dass die da was weiterbringen, ob das auf Gemeinde, ob das auf Landes-, Bundes- oder auf europäischer Ebene ist. Das heißt, die Parteibindung hat auch abgenommen und das heißt, man muss auch stärker, glaube ich, die Persönlichkeit in den Vordergrund rücken und konkrete Lösungsansätze auch anbieten und dann wird man von den Menschen auch wieder gewählt. Aber zu sagen, ja, wir sind die Sozialdemokratie, wir sind die historische Arbeiterpartei, das alleine genügt nicht, man muss konkrete Antworten liefern und man muss in Dialog mit den Menschen treten und dann glaube ich, dass die Sozialdemokratie auch wieder Chancen hat, im Vorarlberg, europaweit, egal wo. Braucht die SPÖ in dem Fall einen neuen Anstrich, ähnlich wie es Sebastian Kurz mit der ÖVP gemacht hat, aus Schwarz macht Türkis? Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass wir, was die Inhalte anbelangt, und das unterscheidet uns ja wesentlich auch zu Sebastian Kurz und der türkisen ÖVP,
dass das sind Werte sind, die wir haben. Ich glaube, die Werte sind gut und sie sind richtig. Nur wir müssen diese Werte wieder vermitteln und das in einem konkreten Angebot und auch in Lösungen, die für die Menschen auf ihre konkreten Alltagsprobleme auch herunterbrechen. Und kommunikativ und dergleichen, ja, kann man zweifelsohne sagen, da macht der Sebastian Kurz und sein Team einiges richtig. Im Stil, das Wie, da kann man sicher das eine oder andere lernen, aber der Inhalt, der ist entscheidend und der ist von unserer Seite natürlich ein ganz anderer als der von Sebastian Kurz und seiner ÖVP. Jetzt spricht unsere Regierung oft von der Union der Nationalstaaten. Die Claudia Gammann, die will eher die Vereinigten Staaten von Europa. Was ist denn Ihre Position da? Weder noch. Also ich bin jetzt weder einer, der sagt, oder das ist auch das, was unser Zugang bei dieser Europawahl ist als Sozialdemokratie. Wir stellen nicht die klassische Frage, bist du für oder gegen Europa? Dieses Schwarz-Weiß, Öxit, FPÖ auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Verklärer wie Gammon beispielsweise, die sagen, ja, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa. Ich glaube, wir brauchen ein anderes Europa. Ein Europa, das sich den großen Themen auch widmet, weil zum Beispiel, wenn es um Nachhaltigkeit, wenn es um Kampf gegen Klimawandel geht, dann werden wir hier nur nachhaltige Lösungen auf europäischer Ebene erzielen. Und damit auch die konkreten Probleme, die sich dann auch bei uns im Vorarlberg stellen. Zum Beispiel, wir sind ein Tourismusbundesland. Wenn wir so weitermachen wie bisher, global auf europäischer Ebene und keine klaren Antworten auf den Klimawandel liefern und politische Maßnahmen setzen, dann haben wir in ein paar Jahren die Entwicklung, dass wir auch auf 2000 Meter Seehöhe Plusgrade haben. Da nützt die modernste Beschneiungsanlage im Montafon nichts. Und daran hängen Arbeitsplätze, daran hängt Wertschöpfung und auch unser Naherholungsraum, die Alpen. Das heißt, wenn wir dem entgegnen wollen, dann können wir das nur auf Brüsseler, auf europäischer Ebene. Das heißt, wir brauchen hier klare Antworten auf die großen Probleme und müssen damit aber auch dann sehen, dass es da andere Themen auch noch gibt, die wir zu wenig auf europäischer Ebene angegangen sind. Das habe ich auch in Brüssel erfahren. Sie haben mich eingangs gefragt, meine Eindrücke. Es ist extrem wirtschaftslastig und nur für die ganz Großen greifbar. Konzerne etc., KMUs, EPUs, auch Arbeitnehmerinnen viel zu wenig stark vertreten. Und das ist auch der Grund, weshalb viele Menschen auch zu Recht sagen, ja, Europa ist an sich gut, aber ich habe davon nicht wirklich viel oder ich fühle mich davon nicht angesprochen. Und da müssen wir die Menschen in den Vordergrund rücken und nicht die Konzerne. Und da gilt es beispielsweise sicherzustellen, dass Facebook, Google, Amazon und Konsorten auch ihre Steuern in Europa zahlen. Da haben wir mehr Gelder in den Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene, um zu investieren in Nachhaltigkeit, Zukunftstechnologie, Jobs, Infrastruktur. Und das ist dann etwas, wo die Leute spüren, aha, die EU tut auch was für mich und dann haben wir auch wieder eine größere Zustimmung. Da höre ich dann raus, weil Sie Google, Facebook und Co. ansprechen. In dem Fall wollen Sie eine Digitalsteuer oder? Genau, die Digitex. Also die Digitex soll ja sicherstellen, dass dort, wo auch Umsätze, Gewinne lukriert werden, Steuern zu entrichten sind. Ja? Das ist natürlich bei diesen Internetkonzernen ist das schwierig mit dem jetzigen Steuerrecht, weil das geht halt nach Firmensitz bis dato und der Firmensitz verlagern sie halt in irgendein Land, auch in EU-Mitgliedsländer, die da sehr entgegenkommend sind, sagen wir es mal so, wie Irland und dergleichen. Und die erzielen aber natürlich Millionengewinne, Milliardengewinne in den anderen Mitgliedstaaten auch. Und das könnte man entkräften, indem man diese Digitex einführt. Und dann könnte man auch sicherstellen, dass Facebook und Konsorten in Österreich nicht nur ein paar tausend Euro Steuern zahlen, sondern auch den Steuerbeitrag zu entrichten haben, den fairen Steuerbeitrag, der eigentlich anfallen würde. Das kann man auf europäischer Ebene sicherstellen. Da muss man halt auch den politischen Willen zeigen. Wir haben den, andere haben ihn nicht. Es ist aber wichtig, dass wir als Sozialdemokratie der Stachel im Fleisch bleiben, weil wir haben schon einiges erzielt und dass diese Digitex jetzt überhaupt auf die Tagesordnung gekommen ist und auch von anderen Fraktionen vertreten wird, ja, das ist ja schon ein Erfolg der Sozialdemokratie, aber da müssen wir dranbleiben, da geht noch vieles zu wenig weit und da gilt es wirklich, der Stachel im Fleisch zu bleiben. Mhm. Wie stehen Sie zum Thema EU-Armee und österreichische Neutralität? Ja, also für uns ist es klar, dass die österreichische Neutralität nicht auf dem Spiel steht. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass in einer Europäischen Union die aktive Neutralität Österreichs noch stärker gespielt wird. Das heißt, dass wir uns stärker auf europäischer Ebene einbringen, aber die Voraussetzung dafür ist natürlich nicht in Interventionseinsätzen oder kriegerischen Auseinandersetzungen, aber wenn es um humanitäre Hilfe geht, Katastrophenschutz, und natürlich auch in einem Verteidigungsfall, das ist jetzt schon so, Petersberger Abkommen, die regeln da ganz klar, dass wenn EU-Mitgliedstaaten angegriffen werden, alle EU-Mitgliedstaaten zusammenstehen. Unser Beitrag muss dann nicht zwangsläufig in Kampftruppen bestehen, aber in eine andere Unterstützung, Sanitätstruppen. Also hier gibt es ja schon eine Klammer und diese Klammer kann man mit mehr Leben füllen, das ist mein Zugang. Aber dass wir jetzt eine EU-Armee schaffen, das ist auch unrealistisch die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Aber insgesamt muss Europa als Block
unabhängiger werden. Das heißt, wir müssen auch auf verteidigungspolitischer Ebene stärker zusammenarbeiten, weil sonst sind wir auf der einen Seite im sicherheitspolitischen Käfig der USA, NATO, auch wenn wir als Österreich nicht dabei sind, die meisten EU-Länder sind es, und auf der anderen Seite in einer Abhängigkeit zu Russland. Und Europa mit einer 500 Milliarden Menschen als größter Wirtschaftsraum sollte auch in seiner Außenpolitik und in einer proaktiven Friedenspolitik unabhängiger sein. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir mehr zusammenarbeiten. Aber die Neutralität, die wir jetzt in Österreich haben, die erlaubt auch ein stärkeres Engagement in nichtkriegerischen Auseinandersetzungen, und das soll mir Leben erfüllen. Aber eine EU-Armee in der Form, wie sie beispielsweise Claudia Gammon fordert, lehne ich ab. Sollte sich Europa auch mehr in Richtung Osten wenden oder blicken? Ich sage mal, jetzt gibt es die Sanktionen gegen Russland, ein schwieriges Thema. Aha. Dann gibt es nach Russland einen Riesenplayer, das ist China. Die drücken auch Richtung Europa, also geht es ja nicht nur um Investitionen in Firmen etc., was da aufgekauft wird. Muss man sich da mehr öffnen? Ich sage mal so, ich glaube, Europa sollte insgesamt unabhängiger werden, mehr Selbstbewusstsein entfalten. Wir sollten mit den Amerikanern, die historisch gewachsen, auch von den Werten her, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, sind wir natürlich mit den Amerikanern am nächsten von den großen Blöcken. Das muss man auch ganz klar sehen. Ich sehe jetzt nicht den Wertekanon mit den Chinesen beispielsweise, auch nicht in der Form aktuell wie in Russland unter Wladimir Putin. Aber dennoch muss man natürlich, wenn es um wirtschaftliche Zusammenarbeit geht, Kooperation, auch den Blick nach Osten richten. Und da gibt es ja mit China auch jemanden, gerade jetzt in einer solchen Situation wie Trump, der jetzt den internationalen Handel eigentlich komplett kippt und auch Handelsregeln, die wir einen fairen Handel garantieren sollen, missachtet, da kann man natürlich dann auch strategisch in einigen Punkten auch auf die Chinesen zugehen und mit den Chinesen zusammenarbeiten. Wir müssen insgesamt ein eigenes Konzept als Europa entwickeln. Wir dürfen weder uns immer nur an die Amerikaner dranhängen, noch dürfen wir jetzt glauben, dass das Heil im Osten liegt und Putin und die Chinesen das Heil bringen, sondern wir müssen eigenständig agieren. Dort, wo wir gemeinsame Interessen haben als Europäer, können wir auch in strategischen Punkten mit diesen Ländern im Osten stärker zusammenarbeiten. Aber klar, die Grenzen sind immer Menschenrechte, und dort, wo es dann wirklich ins Eingemachte geht, Demokratie etc., da müssen wir natürlich auch immer unseren Standpunkt klarlegen und dürfen uns nicht aus irgendwelchen wirtschaftlichen Motiven heraus dem verschweigen oder weil wir Angst haben, dass es dann zu Verwerfungen kommen kann. Klare Haltung, das ist mein Zugang, und dort, wo es Gemeinsamkeiten gibt, kann man mit diesen Ländern auch kooperieren, und insgesamt sollte Europa stärker, selbstständiger agieren, denn wir sind die größte Wirtschaftsmacht. Als Europäische Union sind wir aktuell die größte Volkswirtschaft, gesamtheitlich betrachtet, und mit diesem Selbstbewusstsein sollten wir auch auftreten. Und wir sollten eigentlich unsere Regeln sicherstellen, die fairen Handel, soziale hohe Standards auch garantieren und uns da nicht irgendwie auf ein Dumping einlassen. Wirtschaftliche Interessen hat es auch in der Türkei gegeben oder aus der Türkei in Europa. Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit der Türkei bzw. das Verhältnis EU-Türkei? Irgendwann mal ist es vorstellbar für Sie, dass die Türkei irgendwann mal in der EU ist? Also für mich stellt sich die Frage gegenwärtig gar nicht. Ich unterstütze auch das Bestreben des Europäischen Parlaments, dass man die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbricht. Also das, so wie sich die Türkei die letzten Jahre unter Erdogan entwickelt hat, hin zu einem autoritären, ja, islamisch-konservativen Staat. Das ist eine Türkei, die so in der Form sicherlich keinen Platz in der EU hat. Wir müssen aber auch schauen, dass wir die Kräfte in der Türkei, die prodemokratisch, die säkular sind, wie beispielsweise die CHP, die auch der europäischen Sozialdemokratie und auch uns hier im Lande nahesteht, dass wir diese auch stärken, dass wir für die offen sind, Dialogbereitschaft anbieten. Aber die Türkei hat eine Wendung unter Erdogan genommen, wo man ganz klar sagen muss, so nicht. Ihr braucht jetzt auch eine klare Haltung. Unter Erdogan wird die Türkei die nächsten Jahre, so wie sie sich entwickelt hat, keinen Platz in Europa haben. Vor allem in der Migrationsfrage ist ja die Türkei ein starker Partner für die EU oder ein wichtiger Partner. Wie glauben Sie, wie sehr wird uns das Thema Migration noch beschäftigen? Wird uns das jetzt über Jahrzehnte, wird das ein Riesenthema sein, oder glauben Sie, dass das irgendwann wieder mal abebbt? Ich glaube, wenn man zurückblickt, Migration, Bewegungen, Massenbewegungen waren immer schon eine Herausforderung.
und haben die letzten Jahre zugenommen. Und das wurde auch verstärkt durch eine verantwortungslose Außenpolitik insgesamt, dass man beispielsweise dort in den Flüchtlingscamps, wo sich ja die meisten Flüchtlinge auch befunden haben, dass man dort die Hilfslieferungen etc., UN-Hilfswerk und dergleichen, dass man dort die Zahlungen nicht angepasst hat etc. und dass dann die Menschen sich irgendwann auf den Weg gemacht haben bis nach Europa. Das heißt, eine vorausschauende Außenpolitik leistet natürlich auch Hilfe vor Ort und schaut, dass diese Zustände gar nicht erst so gravierend werden, dass die Menschen sich auf die Flucht begeben müssen. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn wir anschauen, die Bevölkerungsentwicklungen auch in Afrika und anderen Kontinenten, wird das ein Thema sein für die nächsten Jahrzehnte. Ja. Das heißt, man muss schauen, wie man das geordnet, in geordnete Bahnen lenkt. Das heißt, auf der einen Seite ist für mich klar als Sozialdemokrat, Menschen, die verfolgt werden, die klassische Asylgründe geltend machen, die haben Anspruch auf ein rechtsstaatliches Verfahren und wenn dann herauskommt, dass ein Asylgrund vorliegt, dann haben sie auch Asyl zu bekommen. Das ist für mich ganz klar. Unterscheiden muss man aber zwischen Wirtschaftsmigration und Menschen, die eben auf der Flucht sind, weil Asylgründe dann auch vorliegen. Und bei der Wirtschaftsmigration brauchen wir, glaube ich, auf europäischer Ebene ein Einwanderungsgesetz. Das müssen wir europäisch lösen, dass wir sagen, okay, was sind die Kriterien, dass wenn jemand auch aus nachvollziehbaren Gründen, wirtschaftlichen Gründen nach Europa kommt, was sind die Kriterien, wie wir das in Kanada oder in anderen Ländern auch haben, dass wir sehen, also Europa, wie auch in Österreich, wir sind ein Einwanderungsland. Das heißt, die Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen flüchten, die nicht an Leib und Leben bedroht sind, da dürfen wir natürlich auch sagen, okay, wir machen faire Regeln. Das sind die Spielregeln. Wer diese erfüllt und die Kriterien einhaltet, der kann hier arbeiten. Und wer die Kriterien nicht erfüllt und der nicht an Leib und Leben bedroht ist, da muss man dann halt auch sagen, okay, sorry, es gibt für dich keinen Aufenthalt. Und da muss man dann aber auch dafür Sorge tragen, dass diese Länder, nordafrikanischen Länder wie Tunesien etc., dass man mit denen auch Rückführungsabkommen abschließt, damit auch sichergestellt ist, dass die Leute wieder zurücknehmen und dass sie nicht irgendwo untertauchen oder als Staatenlose dann fristen. Das kann ja auch keine Lösung sein. Und da ist das, was wir schon auch angedacht haben als Sozialdemokratie und was auch einmal Christian Kerner angemerkt hat, so ein Marshallplan für Afrika, dass wir als Europäische Union einfach schauen, dass diese Länder auch wirtschaftlich stärker auf die Beine kommen, dass es keine ungleichen Handelsverträge gibt. Es kann ja nicht sein, dass wir die überschüssigen Hühnerkeulen und dergleichen auf den afrikanischen Markt schwemmen, ja, zu Dumpingpreisen. Und die lokalen Bauern in Afrika können dann ihre Produkte nicht mehr anbieten und die Einheimischen kaufen unsere Produkte und wir machen so die Landwirtschaft und die Lebensgrundlage in Afrika kaputt. Das ist kurzsichtige Handelspolitik, das ist extrem kapitalistische Handelspolitik, das ist keine soziale Marktwirtschaft, die da betrieben wird und die führt dann genau zu diesen Folgen, die wir jetzt erleben. Ja? Und dann gibt es Kräfte, die schüren dann die Ängste und sagen, ja, wir müssen das und das und schaffen neue Feindbilder. Das sind aber auch die wesentlichen Mitverursacher für das gewesen, was wir jetzt haben. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Es geht hier nicht um Ängste schüren, sondern Ängste zu nehmen und konstruktive Lösungen anzubieten, um das auszugleichen und auch dafür Sorge zu tragen, dass diese Menschen auch eine Perspektive haben in ihren Heimatländern, eine faire Perspektive. Menschen, die verfolgt werden, die können um Asyl ansuchen. Da braucht es auch ein europäisches Asylsystem. Das müssen wir europaweit lösen, genauso wie ein europäisches Einwanderungskonzept. Die Menschen, wo nicht an Leib und Leben verfolgt sind, was sind die Kriterien, dass sie nach Europa kommen dürfen? Und wie soll Österreich mit straffälligen Flüchtlingen umgehen, wenn in deren Heimat Krieg herrscht? Abschieben oder nicht, trotzdem? Also, das gibt ja die Möglichkeit, das wird jetzt auch gerade geprüft. Meines Erachtens, ich bin ja auch Jurist, wenn ich auch zugegeben im Fremdenrecht auf der Uni mal etwas darüber gelernt habe, jetzt kein Fachmann bin, aber soweit ich das mitverfolge und was mein Kenntnisstand ist, gibt es sehr wohl die Möglichkeit, bei Menschen, die akut gefährlich sind, ja, die eine Sicherheitsgefahr darstellen, diese auch in Schubhaft zu nehmen, ja, wenn da ein Aufenthaltsverbot vorgelegen hat, wie in dem Fall in Dornbirn. Ich glaube, es sind mehrere Verkettungen gewesen. Ich würde es mir auch nicht so leicht machen, ich sage es ganz offen, auch etwas kritisch. Ich würde nicht immer von Behördenversagen reden, weil dann schiebt man das an die Beamten ab und sagt so quasi, ja, ich habe die Gesetze nicht exekutiert. Ich glaube auch, dass die Gesetzeslage es zugelassen hätte, diesen konkreten Fall oder ähnlich gelagerte Fälle, dass man die in Sicherung, also in Schubhaft nimmt, ja, und dann auch versucht abzuschieben. Ja. Und wenn jemand von jemandem eine Gefahr ausgeht, ein offizielles Aufenthaltsverbot vorliegt, dann gibt es die Handhabe, den auch einzusperren, in Schubhaft zu nehmen.
und ihn dann auch in weiterer Folge abzuschieben. Ja? Aber hier muss man natürlich auch die Informationen austauschen. Ja? Der war ja in Treskirchen, hat dort den Antrag auf Asyl gestellt und ist dann untergetaucht und ist dann von Treskirchen ist nach Vorarlberg gereist, ja? Wo dann die schreckliche Bluttat erfolgt ist, dieser kaltblütige Mord. Und da muss man einfach auch sehen, okay, hier gibt es offensichtlich mangelnden Austausch zwischen den Behörden, zwischen den Bundesländern. Und das ist vieles, aber da gibt es auch eine politische Verantwortung. Wir können es uns nicht so einfach machen und einfach sagen, es ist ein Behördenversagen. Wir müssen als Politik auch Sorge tragen. Die Gesetzeslage ist ausreichend. Wenn Sie auf die Sicherungsverwahrung ansprechen, die jetzt kommt, die ist viel zu weitreichend. Das kann keine Antwort sein, weil es ist ein Gummiparagraf, der da kommen soll. Der betrifft dann uns alle und das ist nicht näher definiert. Und wenn es der Regierung obliegt zu sagen, okay, das und das, das ist eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, was immer auch das genau sein soll, das haben sie ja nicht mal definiert, dann kann man den in Sicherungsverwahrung nehmen. Da muss man abwägen zwischen Freiheitsrechten, Menschenrechten einer Seite und Sicherheit auf der anderen Seite. Ich glaube, die jetzige Gesetzeslage konsequenter exekutieren, auch Sorge tragen, dass die Informationen zwischen den Ländern und Behörden besser ausgetauscht werden, dann können solche Fälle verhindert werden. Und für mich ist klar, wer ein Straftäter ist oder wer eine Gefahr ist und unmittelbar davor steht, auch etwas auszuhacken, oder dann haben wir ja schon Untersuchungshaft und die unterschiedlichen Möglichkeiten, dann müssen wir das konsequent anwenden. Und Straftäter haben meines Erachtens nach jedenfalls keinen Platz auf der Straße, sondern die gehören weggesperrt, verurteilt, rechtsstaatlich weggesperrt und wenn sie dann keinen Aufenthaltstitel haben, auch abgeschoben. Lassen Sie uns abschließend nochmals zum EU-Wahlkampf Retour kommen. Sie sind jetzt auf Platz 11 auf der Liste, also zwei Plätze hinter dem Luca Kaiser, dem Sohn des Kärntner Landeshauptmanns. Derzeit stellt die SPÖ 6 Abgeordnete im EU-Parlament. Man hört jetzt, wenn es optimal läuft, dann machen sie 7. 7 Mandate, also wären immer noch 4 zu wenig, dass sie doch nach Brüssel gehen könnten. Ist das nicht demotivierend? Nein. Wenn meine Motivation gewesen wäre, nach Brüssel zu gehen, könnte man den Schluss treffen, ja, das ist demotivierend. Aber meine Motivation ist ja gewesen, dass ich mich für unsere Positionen, für unsere Lösungsansätze einsetze, dafür laufe und Sorge trage, dass Sozialdemokratie ein ordentliches Ergebnis einfährt im Vorarlberg, in Österreich und damit auch einen europäischen Beitrag leistet. Das ist meine Motivation. Mir geht es wirklich um die inhaltliche Auseinandersetzung und ich renne dafür, dass die Leute sagen, okay, wow, das sind Lösungen, das sind Antworten, das ist ein anderes Europa, ein Europa zum Verlieben, mit dem kann ich was anfangen, mit dem kann ich mich identifizieren, denen gebe ich meine Stimme. Wenn ich die eine oder andere Vorzugsstimme bekomme, dann freut mich das natürlich, aber es ist jetzt nicht mein primärer Beweggrund. Ja? Mir geht es wirklich um die Sache. Wird es gemeinsame Auftritte mit dem Andreas Schieder geben? Es ist noch nicht klar, dass am 10. April, da steht noch im Raum, ob Andi nach Vorarlberg kommt. Evelyn Regner kommt nach Vorarlberg. Am 22. April im Café Die Welle werden wir einen gemeinsamen Diskussionsauftritt haben. Da geht es um faire Besteuerung von Konzernen unter anderem. Das ist mal schon fixiert und ansonsten halte ich aber primär den Wahlkampf auch regional. Also ich bin auf unterschiedlichen Diskussionsveranstaltungen, Schülerdiskussionen, gehe jetzt nahe auf die Klimademo. Also ich mische mich wirklich unter die Leute und versuche dort auch aufzuzeigen, weshalb Europa auch für Vorarlberg wichtig ist und was dort entschieden ist, auch ganz konkrete Auswirkungen auf unseren Alltag hier in Vorarlberg hat. Und ich glaube, es ist auch wichtig, auf die Menschen zuzugehen, unter den Menschen zu sein, mit ihnen zu sprechen, dort Politik zu machen und nicht so sehr in irgendwelchen Gremien oder Hinterzimmern oder auf irgendwelchen großen Pressekonferenzen sich abzugeben, sondern wirklich auf der Straße zu sein. Und dort bin ich auch anzutreffen die nächsten Wochen. Daniel Heinritz, herzlichen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio. Danke sehr. Danke.